Hierher fährt die zwei königliche Pavillons aus. Hier wartet der königliche Familie an Bord, der König wird in die Anzugsteige. Es gibt einen Pavillon für die königliche Familie mit einer goldenen Krone oben. Und es gibt eine für ihre Gäste. In the world, shipping containers all around Japan. An ihrer rechten Seite das weiße Gebäude mit dem Namen Fenster ist der Sitz des Unternehmens Maersk. Maersk ist einer der Crew built and used for storage of coffee and sugar back when Denmark had colonies in the Caribbean. Today the Red Warehouse contains the Royal Cask Collection. In front of the building stands a copy of Michelangelo's David. An ihrer rechten Seite die drei Speichern sind auf 1780 Jahre benutzt für die Aufbewahrung der Caribbean hätte. Und das rote Speicher enthielt heute der königliche Nachrüstung. Der er i bygninger, det er selvfølgelig Amalienborg Slot, vores kongefamilie. Og Amalienborg Slot er fire palæer, der er bygget sovjetisk omkring slot. De er bygget mellem 1760 og 1780 i Rødkongens. Og egentlig boede der fire adelige familier herinde.